Also ich glaube, der christliche Glaube ist für mich oder für uns in der Familie die Grundlage, also eine der Grundlagen unseres Handelns. Unsere Kultur baut auf dem christlichen Erbe auf. Wir glauben daran und wir halten uns daran, welches einem Leben Struktur gibt und Struktur geben kann und auch Regeln aufweist. Etwas, was in der heutigen Zeit zunehmend verloren geht und die Menschen aber nicht glücklicher werden lässt, was man ja immer wieder auch schön lesen kann oder hört. Der Glaube ist für mich auch eine Sorte Lebensstabilität. Das Gebet hat, beschließt zum Beispiel das Ende des Tages gemeinsam mit meinen Kindern. Das Gebet, das Sprechen und auch nochmal das Sprechen mit dem lieben Gott, wie wir das sozusagen mit meinen Kindern nennen, ist nochmal Revue passieren, was der Tag gebracht hat, sich bedanken, viele Dinge nicht für selbstverständlich erachten. Und hat etwas sehr stark Meditatives und das finde ich sehr schön. Sexueller Missbrauch an Kindern ist an der Tagesordnung in unserer Gesellschaft. Dieses wurde erweitert durch den sexuellen, also das ganze Thema neue Medien. Sprich, dort ist einfach der Pädokriminalität Tür und Tor geöffnet worden. Und ich habe einfach damals gesagt, ja, es ist... Oder vielleicht gerade, weil es so ein schwieriges Thema ist, dem sich so wahnsinnig wenig Menschen annehmen wollten. Jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, da können Sie sicher sagen, dass nach dem Vortrag 15 bis 20 Leute zu mir kommen und ihr persönliches Schicksal genau in diesem Bereich mehr eröffnen. Nein, nein, um Gottes Willen, ein Politiker in der Familie reicht.